Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute geht es mal wieder um Lightroom und genauer gesagt möchte ich dir heute wieder einen neuen Lightroom-Look zeigen, den ich so in letzter Zeit relativ häufig benutze und den ich vor allem in meine New York-Bilder sehr viel eingebunden habe. Dieser Look beinhaltet viele dunkle Töne. Ich bin sehr gespannt, ob du ihn magst. So sieht ein Bild vorher aus, so sieht es danach aus. Und diesen Look werden wir jetzt gemeinsam erarbeiten. Viel Spaß! Ich habe jetzt hier wieder ein paar Bilder rausgesucht, diesmal aus New York, wo ich dir diesen Look zeigen möchte. Dark Tone nenne ich den jetzt einfach mal. Ich habe keine Ahnung, wie ich diesen sonst nennen sollte. Vielleicht nenne ich ihn auch einfach Dark Tone New York oder so, weil der besonders gut auf meine New York Bilder passt. Und ich zeige dir jetzt einfach mal die genauen Einstellungen davon. Also, als erstes, was wir machen müssen, ist auf jeden Fall den Kontrast sehr stark erhöhen. Das heißt, ich stelle den Kontrast hier mal so auf plus 60 ungefähr. Also wirklich sehr, sehr viel Kontrast reinbauen. Dafür werden wir dann die Lichter ein bisschen runterregeln auf minus 25. Ich bin immer ein großer Freund davon, wenn man solche Einstellungen trifft, dass man da ja saubere Zahlen nimmt, also so minus 25, plus 25. Die Weißwerte packe ich auch ein Stück weiter runter, die packe ich auch mal so auf minus 25. Und die Schwarzwerte, die heben wir dafür ein bisschen an, auf plus 40. So, und jetzt können wir hier noch ein bisschen mit Klarheit arbeiten. Jetzt ist immer so eine Frage, wie doll macht man das? Ich würde jetzt mal so ungefähr plus 20 Klarheit nehmen. Viel mehr würde ich nicht machen, weil sonst wirkt es sehr, sehr rau. Das kannst du natürlich aber noch selber entscheiden, wie viel Klarheit du da im Endeffekt mit reinpackst. Und auch Dunst entfernen können wir hier noch ein bisschen reinbauen. Ja, auch so plus 25 ungefähr. Das wirkt jetzt sehr, sehr gesättigt, das Ganze. Deswegen nehme ich als nächstes mal die Sättigung hier ein bisschen raus. Minus 15 ungefähr. Und die Dynamik dafür, die packe ich ein bisschen nach oben, dass die weniger gesättigten Farben im Bild noch ein wenig mehr gesättigt werden. Also das sieht soweit schon mal ganz gut aus. Insgesamt ja, könnte man vielleicht die Tonung des Bildes noch ein bisschen runternehmen. Also minus 5 ungefähr. Denke ich mal, so passt es ganz gut. Dann gehen wir als nächstes in die Gradationskurve rein. Und in der Gradationskurve möchte ich auch die dunklen Bereiche, also die Schattenbereiche, die möchte ich noch so ein bisschen abdunkeln. Deswegen ziehe ich das Ganze hier mal so ein bisschen runter und werde jetzt hier in dem Mitteltonbereich und in den hellen Bildbereichen das Ganze so ein bisschen covern. Das heißt, hier setze ich auch nochmal Punkte, dass die hier nicht verschoben werden und dann wirklich hier nur in den Schatten. Da möchte ich das Ganze noch ein bisschen dunkler haben. Ja, perfekt. Vielleicht komme ich gleich nochmal hier zurück und verändere das Ganze nochmal ein kleines bisschen. Und jetzt kommt die eigentliche Arbeit. Jetzt gehen wir in die HSL-Tabelle rein, denn hier findet jetzt das eigentliche Color Grading statt. Und als erstes werde ich hier mich mal mit den Rottönen beschäftigen. Bedeutet als erstes hier mal den Farbton von Rot. Den ziehe ich mal noch so ein kleines bisschen weiter Richtung links. Also wir schieben das so ein bisschen Richtung Magenta. Die Sättigung von den Rottönen, die packe ich mal auf minus 50. Also die entsättigen wir relativ stark. Und die Luminanz heben wir dafür ein kleines bisschen an. Jetzt gehen wir als nächstes in die Orangewerte rein. Die Orangewerte ziehe ich ein kleines bisschen auch weiter nach links, sodass die noch etwas röter werden. Und auch hier werde ich die Sättigung wieder ein Stück zurückfahren. Also minus 25 ungefähr. Und von der Luminanz her dunkel ich die Orangewerte noch ein kleines bisschen weiter ab. Jetzt gucken wir uns die Gelbwerte an. Auch die Gelbwerte möchte ich so ein bisschen entsättigen. Ungefähr minus 40 sieht gut aus. Und ja, von der Luminanz her passen die eigentlich soweit. Dann gehe ich als nächstes in die Grünwerte rein. Die Grünwerte können wir sehr stark entsättigen. Ich habe jetzt hier eigentlich gar nicht so viele Grünwerte drin. Und genau deswegen können wir die auch wirklich relativ stark rausnehmen. Ein paar kleine Grünwerte sehe ich. Deswegen dunkle ich die noch so ein bisschen ab. Aber soweit passt das eigentlich schon ganz gut. Dann als nächstes die Sättigung von den Aquamarintönen. Ja, da sind schon ein paar drin, sieht man hier gerade an der Straße. Die holen wir uns später zurück in der Teiltonung. Aber erstmal stelle ich die jetzt hier relativ weit runter und dunkel das Ganze auch noch ein bisschen ab. Das stelle ich jetzt hier mal in der Luminanz auf minus 40 ungefähr. Das gefällt mir auch ganz gut. Und dann sind wir schon in den Blautönen drin. Und die Blautöne, die ziehe ich noch so ein ganz kleines bisschen Richtung Aquamarin. Auch hier die Sättigung
relativ stark raus. Ja, also wir konzentrieren uns hier wirklich auf die warmen Farbtöne. Man sieht es hier, also ich entsättige die auch so ein bisschen, aber bei weitem nicht so doll wie die anderen hier. Und auch hier die Blautöne, die können auch ein bisschen abgedunkelt werden, so auf minus 50. So gefällt mir das richtig gut. Und schaut mal, was wir jetzt hier schon für einen coolen Look uns erstellt haben. Wahlweise kann man jetzt noch in die Teiltonung reingehen und die Schatten so ein kleines bisschen bläulich einfärben. Ich würde mir da jetzt so einen Farbwert von 214, 215 ungefähr. Ja, und dann kann man sich auch wieder entscheiden, wie stark man diese Sättigung hier mit reinbringen möchte. Vielleicht nicht ganz so doll, vielleicht so auf plus 6, also 6% ungefähr. Und das ist im Endeffekt hier der Farblook. Das war es vorher und das ist es danach. Ja, und diesen Farblook, den kann ich mir jetzt einfach mal mit Steuerung C hier kopieren. Werde mal gucken, ja, das passt soweit alles, diese Einstellung. Dann kopiere ich mir die einfach mal, gehe mal auf ein Foto zurück hier zum Beispiel und lege das einfach mal hier drauf. Passt auch hier super. Ja, da muss man gar nicht großartig weiter was verändern. Auch hier in diesem Bild, ja, das sieht super aus. Ist natürlich alles aus einer Serie, muss man dazu sagen. Also wenn du das jetzt auf eine ganz andere Serie packen würdest, dann müsstest du vielleicht noch ein paar kleine Einstellungen machen mit dem Weißabgleich oder auch mit der Helligkeit. Aber grundsätzlich sieht es doch erstmal soweit ziemlich cool aus. Auch wenn wir jetzt hier einen schönen blauen Himmel drin haben. Ja, das gefällt mir auch gut, diese Tonung. Oder auch hier so Street-Fotografie nochmal, so ein Skater mal fotografiert. Und wenn man das hier drauflegt, dann passt auch der Farblook hier richtig gut. Also, du kannst diesen Farblook ja auch mal selber nachbauen und auf deine Bilder noch so ein bisschen anpassen. Für meine New York-Serie hier, gerade so im Street-Fotografie-Bereich, passt der echt gut. Und ich habe den echt gerne inzwischen. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, kannst du auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Falls du noch Fragen hast, dann schreib sie einfach unten in die Kommentare. Und ansonsten kannst du natürlich auch mal auf meinem Online-Shop vorbeischauen. Dort gibt es nach wie vor eine Rabattaktion, wo du 15% sparen kannst. Und da kannst du natürlich auch alles zu Videotrainings zum Thema Lightroom, zum Thema Photoshop oder auch zum Thema Luminar erhalten. Du kannst außerdem bei mir noch bei Instagram vorbeischauen. StefanSchäfer90 heiße ich dort. Ich würde mich freuen, wenn ich dich auch dort wiedersehen kann. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch ganz viel Spaß beim Bildbearbeiten und auch beim Fotografieren. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao.